Na, wir sehen hier an der A7, an der E45, die von Norwegen bis Italien führt. Ja, sehr klar, dass Straßen nicht an der Grenze Halt machen. We need to work together. We have the same problems with the same issues that we have to solve. It will be beneficial for Autobahn and for Vejdirektoratet to work closer together. Wir haben heute hier mit unseren dänischen Nachbarn, der Autobahngesellschaft in Dänemark, dem Vejdirektorat und uns als Autobahngesellschaft eine Kooperationsvereinbarung unterschrieben und das freut mich wirklich sehr. Der Termin ist einfach ein schönes Symbol für das, was jetzt schon seit einem halben Jahr eigentlich vor sich geht. Wir haben uns im November das erste Mal getroffen in Kopenhagen und darüber geredet, wie wir zusammenarbeiten können. Wir haben als Kernpunkte identifiziert, einmal, dass wir das Verkehrsmanagement auch verbessern wollen. Wir haben hier im Grenzbereich jetzt zu den Osterferien eine neue Markierung aufgebracht. Die ist jetzt erstmal als Gelbmarkierung da. Und uns geht es darum, den Verkehrsfluss hier besser zu managen. Wir wollen ein Pilotprojekt starten. Wir haben die Deckensanierung von der dänischen Grenze bis zur nächsten Abfahrt. Und wir werden es so machen, dass wir einmal das dänische Verfahren anwenden in der Ausschreibung, um CO2-arm zu bauen, und einmal das deutsche Verfahren. Und danach werden wir es evaluieren. Dadurch, dass wir dann zwei Parallelstrecken haben, die gleichen Rahmenbedingungen haben, erhoffen wir uns da ganz spannende Ergebnisse. Ja, das ist für uns ein wichtiger Schritt. Deutschland und Dänemark rücken so auf jeden Fall eher zusammen. It's all about people, the Autobahn and Vejdirektoratet. We are here to serve the people and to serve that people come from A to B. Die Niederlassung Nord und hier der Regionalbereich von Vejdirektoratet arbeiten ganz konkret und eng zusammen. Das freut mich wirklich sehr.